Das ist das weltweit erste Passivhaus. Aufgenommen mit einer Thermografiekamera. Thermografie visualisiert Wärmestrahlung. Daher hat das Passivhaus-Institut diese Technik eingesetzt, um das weltweit erste Passivhaus nach 25 Jahren auf sogenannte Wärmebrücken zu überprüfen. Wärmebrücken sind Stellen am Gebäude, an denen unerwünschterweise besonders viel Wärme nach außen geleitet wird. Wie zum Beispiel bei diesem Balkon. Mit einer entsprechenden Wärmedämmung, wie beim Passivhaus, lassen sich Wärmebrücken vermeiden. Beim Bau des ersten Passivhauses in den 90er Jahren war das Gebäude wärmebrückenfrei. Doch wie sieht das nach 25 Jahren aus? Das Passivhaus-Institut hat Wärmebilder von allen Seiten des Gebäudes aufgenommen. Und was man hier auf den Bildern sehen kann, den sogenannten Thermografien, diesen Wärmebildern, sind sehr gleichmäßige Oberflächentemperaturen, auch vom Außen des Gebäudes. Das heißt, wir haben sehr geringe Wärmeverluste über die Hülle, sowohl bei den nicht durchsichtigen Bauteilen, hier in Blau, man sieht sehr gleichmäßige blaue Temperaturverteilung, als auch bei den Fensteroberflächen, das ist hier eher grünlich angelegt, die sind einen Tick höher, aber für Verglasung extrem gute Qualität. Der etwas auffällige rote Punkt auf dieser Aufnahme ist auch keine Wärmebrücke, sondern das Abluftrohr der Lüftungsanlage, also unbedenklich. Noch einmal zum Vergleich. Links ein Wärmebild eines Passivhauses und rechts eines Niedrigenergiehauses. Anders als beim Passivhaus sind beim Niedrigenergiehaus mehr bunte Färbungen an Wänden und Fenstern zu sehen. Diese weisen auf eine Vielzahl an Wärmebrücken hin. Ein Passivhaus hat also im Vergleich zu einem Niedrigenergiehaus deutlich geringere Wärmeverluste. Auch die Innenaufnahmen des Passivhauses zeigen gleichmäßig warme Temperaturen. Selbst an Fenstern, Türen und in den Ecken der Räume. Das spricht für eine sehr hohe Behaglichkeit, weil wir nur sehr geringe Unterschiede in diesen Oberflächentemperaturen haben. Außerdem ist das die Voraussetzung, dass es keinen Feuchteausfall geben kann und damit auch überhaupt kein Schimmelwachstum überhaupt möglich ist oder denkbar, weil diese Temperaturen sehr, sehr nah bei der Raumlufttemperatur sind. Hohe Behaglichkeit und kein Schimmel. Das Ergebnis der thermografischen Untersuchung nach 25 Jahren ist eindeutig positiv. Das heißt, wir konnten hier tatsächlich eine vollständig wärmebrückenfreie Hülle realisieren und die Wärmedämmung des Gebäudes ist nach 25 Jahren genauso intakt, wie sie das beim Bezug des Gebäudes war. Die hochwertig ausgeführte Wärmedämmung trägt außerdem zum sehr niedrigen Heizwärmebedarf des Passivhauses bei. Dieser liegt seit 25 Jahren unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das sind 75% weniger als bei einem Niedrigenergiehaus. Neben den deutlichen Energieeinsparungen profitieren die Bewohner von einem äußerst hohen Wohnkomfort.